Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche habe ich eine ganze Menge an Material für euch gesammelt, was im Ergebnis zu Überlänge führt. Ich schlage also vor, ihr lehnt euch zurück, spitzt die Lauscher und genießt diesen verlassenen Ort gemeinsam mit mir. Möchtet ihr weitere verlassene Gebäude und ihre Geschichte kennenlernen, dann besucht gerne meinen Kanal. Ich verspreche euch, da werdet ihr etwas Interessantes finden. Reinschauen lohnt sich also auf jeden Fall, genauso wie das Abonnieren. Starten wir nun aber erst einmal in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein verlassenes Bahnbetriebswerk. Die verlassenen Orte, die ich euch bisher gezeigt habe, fallen fast immer in eine Art Überbegriff oder Kategorie. Damit meine ich Wohnhäuser, Schulen, Fabriken, Bunker oder wie hier Bahnanlagen. Ich versuche euch stets eine gewisse Abwechslung zu bieten, damit es nicht langweilig wird. Manchmal kommen aber auch unplanmäßige Orte dazu, die man kaum irgendwo zuordnen kann, wie beispielsweise meine Folge 100, in der ich euch ein verlassenes Krematorium zeigte. Schaut euch natürlich gerne diese gruselige Folge an, wenn ihr sie verpasst haben solltet. Entsprechend ist mir bei der Mischung aufgefallen, dass die letzte verlassene Bahnanlage schon 25 Folgen zurückliegt.
Zeit also, sich wieder einmal mit einer solchen Anlage zu beschäftigen. Vor vielen Jahren entstanden hier schon einmal Bilder, allerdings keine Videos. Mit etwas Zeit im Gepäck wurde das nun nachgeholt. Aber fragt nicht, es war schwül und drückend. Ratzfatz waren über 4,5 Stunden weg. Unerwartet viel, aber wenn dann richtig. Fast 200 Aufnahmen kamen dabei rum. Ich denke, es hat sich gelohnt. Nun wollen wir uns aber erst einmal der Geschichte dieser Anlage widmen und schauen, was hier so über die letzten Jahre passiert ist. Alles beginnt mit dem ersten Bahnhof des Ortes. Dieser entsteht 1841. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist die Eisenbahn für Logistiker schon nicht mehr wegzudenken. Entsprechend wuchsen die Bahnanlagen über sich hinaus, was dazu führte, dass Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur im Sinne der städtischen Planung, sondern vor allem um vernünftig und sicher arbeiten zu können, Güter- und Rangierbahnhöfe aus der Stadtmitte verschwanden und in umliegenden Orten neu gebaut wurden. Rückblickend auch eine gute Entscheidung. Die meisten, wenn nicht sogar alle dieser Vororte zählen heute wieder zum Stadtgebiet. So wurde am 9. April 1905 einer dieser outgesourcten Güterbahnhöfe eingeweiht und 1911 noch einmal erweitert. Nördlich angrenzend entstand bis 1916 das hier gezeigte Bahnbetriebswerk. Auf dem langgezogenen Areal befinden sich bis heute ein kleiner und ein größerer Rundlokschuppen, inklusive der beiden wichtigen Drehscheiben zur Auswahl des richtigen Gleises. Da kann man sich schon einmal verhaspeln bei gleich 20 Stellplätzen. Leider fehlen fast alle Schienen, aber das schon seit guten 10 Jahren. Vorstellen kann man sich die Arbeit vor Ort dennoch ganz gut. Es gab ein kleines Stellwerk für die insgesamt 32 Gleise, verschiedene Werkstätten, Verwaltungsgebäude, Unterrichtsräume und diverse Nebengebäude mit sanitären Einrichtungen und einer kleinen Krankenstation. Zwei Wasserkräne kamen hier auch zum Einsatz, welche 2007 demontiert wurden und heute in Bielefeld ihren Dienst verrichten. Die weithin sichtbaren riesigen Wassertürme werden wir uns mit Ende des Videos genauer anschauen. Die Überwachung bzw. das Hauptstellwerk befand sich wohl nicht mit auf der Anlage, stattdessen war hier die Lokleitung untergebracht. Die Energieversorgung wurde durch eine eigene Starkstrommeisterei sichergestellt.
Übrigens liest man, dass die Anlage heute weitestgehend den gleichen baulichen Stand wie 1916 hat. Ich denke mal, über die vielen Jahre hatte sich schon das eine oder andere hier verändert, denn auch Abläufe ändern sich mit der Zeit, wenn auch die DDR nicht gerade dafür bekannt war, für großen Fortschritt zu sorgen. Die Hauptaufgabe bestand, wie auch bei anderen Bahnbetriebswerken, darin, den Güterbahnhof am Leben zu halten. Lokomotiven und mitunter auch Waggons wurden hier instand gesetzt, gewartet und repariert. Das war vor allem bei den dampfbetriebenen Loks ein wichtiges Prozedere. Entsprechend entstanden gerade mit Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts solche großdimensionierten Werke, die auch für viele sichere Arbeitsplätze sorgten. Logistisch hatte die Anlage direkte Gleisanbindungen zu diversen anderen großen Städten hier im Osten Deutschlands. Schon 2014 wurde eines der ersten Gleisabschnitte elektrifiziert, doch der Erste Weltkrieg sorgte für einen raschen Rückbau der Anlage, um so für Buntmetall zu sorgen. Anfang der 20er kam der Strom dann wieder zurück. Zur Zeit des Nationalsozialismus kam es zu weiteren Erweiterungen, leider kam man nie bis zum Abschluss. Thank you.
Während der Kriegsjahre, vor allem ab 1941, kam es immer wieder zu teils schweren Beschädigungen auf der Anlage. Sicherlich wollte man damit Nachschub und Versorgung unterbrechen, da so ein schnelleres Kriegsende erzwungen werden sollte. Nach dem Krieg, also 1946, wurde der elektrische Betrieb erneut eingestellt. Die Rede war auch von Reparationen und Demontagen, aber so richtig genau was nachlesen konnte man dazu nicht. In der DDR-Zeit übernahm man das Bahnbetriebswerk, beseitigte Beschädigungen und ergänzte es 1952 um eine neue Lehrlingswerkstatt, angeblich wohl ein Meilenstein für dieses Bahnbetriebswerk. Die Anlage wurde also nun Ausbildungsstätte der Deutschen Reichsbahn. Typische Ausbildungsberufe bei der Reichsbahn waren Facharbeiter für Betriebs- und Verkehrsdienst oder Eisenbahnbautechnik. Außerdem gab es Fahrzeugschlosser, Elektrosignalmechaniker oder Elektromonteur als Lehrberuf. Was hier genau ausgebildet wurde, konnte ich nicht herauslesen, aber wie üblich kennt vielleicht jemand von euch diese Anlage und kann uns darüber etwas berichten. Nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion oder schreibt mir auf Facebook oder Instagram. Die Seiten sind wie üblich in der Infobox verlinkt. Thank you.
In den 60er Jahren kam es letztmalig zur Elektrifizierung eines Gleises bzw. einer Verbindung, die nun auch bleiben sollte. 1963 wurde hier die erste Diesellok eingesetzt, das war auch zwingend nötig. Schon damals waren kohlebetriebene Triebwagen eigentlich überholt. Zur selben Zeit nutzte man in Westdeutschland größtenteils E-Loks, da man viel Geld in die Hand nahm und komplette Bahnhöfe mit Oberleitungen versah. Geld, was man hier nicht ausgeben wollte oder konnte. Wie auch immer, durch die Diesellok wurde der Zugverkehr nun deutlich effizienter und ein Stück weit sogar umweltfreundlicher. Die Folgen aus den neuen Dieselloks für Bahnbetriebswerke wie dieses hier waren schleichend und doch gravierend. Diesellokomotiven waren weniger anfällig für Reparaturen, Verschleiß hielt sich ebenso in Grenzen, abgesehen davon, dass man für Wartung und Instandhaltung deutlich weniger Zeit brauchte. Die Fahrzeuge waren mitunter so robust gebaut, dass ihr noch heute einige davon auf noch immer unelektrifizierten Strecken im Dienst sehen könnt. Dampfloks wurden immer weniger und Dieselfahrzeuge brauchten weniger Wartung, was in der Folge auch zu weniger Personal führte. Wie viele Menschen hier jeden Tag ihren Dienst verrichteten, bleibt aber auch ungeklärt. Ende der 70er Jahre wurde die größere der beiden Drehscheiben erneuert. Das geschah 1979. Bei genauerer Betrachtung vor Ort stellte sich heraus, dass beide Drehscheibenreihen vom Baujahr nicht viel Unterschied haben dürften. Thank you.
Jahre später kamen immer mehr Strecken mit Oberleitungen hinzu. Die E-Loks fuhren also nun auch flächendeckender hier. Damit zogen dampfbetriebene Lokomotiven nun endgültig auf das Abstellgleis. 1988, kurz vor der politischen Wende, wurde die letzte von hier aus gestartet. Im Regeldienst kamen also hier keine mehr zum Einsatz, doch der eine oder andere wird sich bestimmt erinnern, selbst in den 90ern ab und an mal noch eine im Dienst gesehen zu haben. Nach der Wende 1989-1990 und dem Zusammenschluss von Deutscher Bundesbahn und Deutscher Reichsbahn zur Deutschen Bahn 1993 gingen so ziemlich alle Bahnbetriebswerke hier im Osten verloren. Die Zeiten haben sich geändert, weniger wurde gebraucht und so wurde eines nach dem anderen erst stark reduziert, später dann ganz geschlossen. Die ersten Pläne in den 90ern sahen vor, den Güter- und Rangierbahnhof sogar zu verdoppeln. Die Rede ist von 64 statt der vorhandenen 32 Gleise. Ein riesiger Umschlagpunkt sollte entstehen. Warum diese Idee scheiterte, ist fraglich. Skurrilerweise entstand 2005 direkt nebenan, beziehungsweise parallel verlaufend, einfach ein neuer Rangierbetrieb und Umschlagpunkt. Ich vermute mal ganz klassisch, dass man die alten Anlagen einfach nicht nutzen wollte. Entsprechend sehen sie auch heute aus. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Deutsche Bahn nicht so viel übrig hat für ihre geerbten Anlagen aus Reichsbahnzeiten. Stattdessen verfallen sie, sorgen für Ärger und immer mehr Kosten. Es gibt zwar hier und da immer mal kleine Lichtblicke, die aber in der schieren Masse der Liegenschaften einfach untergehen. . 1995 war endgültig Schluss mit Lustig, der Betrieb wurde eingestellt. Die Anlage geriet ungenutzt in Vergessenheit, Stück für Stück wurden über Jahre Oberleitungen und Gleisanlagen zurückgebaut. Ein einziges Gleis hinter den beiden Lokschuppen wird anscheinend noch bis heute als Abstellort genutzt.
Einige Gebäude wurden bereits abgerissen, dutzende Male war hier die Feuerwehr im Einsatz zu teils großen Bränden. Die Anfahrt gestaltete sich wie üblich sehr schwierig und Löschwasser gibt es hier auch keins. Der Vandalismus hat also fast die Endstufe erreicht. Mir fallen dennoch einige Orte ein, die noch deutlich schlimmer aussahen. Aber Feuer, Graffiti, Metalldiebe oder einfach nur blinde Zerstörung, eben alles, was man hier nicht braucht, zog hier schon ein.
Zum Schluss widmen wir uns noch wie versprochen den beiden imposanten, weithin sichtbaren Wassertürmen. Diese Türme sind schon echt was fürs Auge, sehr hoch und erdrückend. Man merkt richtig, dass diese Gebäude noch mit der bloßen Hand gebaut wurden. Beide Gebäude sind über 100 Jahre alt. Sie wurden 1904 und 1916 gebaut. Bedeutet, einer kam mit der letzten Erweiterung des Werkes noch hinzu. Leider konnte ich nicht herausfinden, welcher später hinzukam. Eigentümer ist die Deutsche Bahn, wie unerwartet. Die Höhe geschätzt mindestens 20, eher sogar 25 bis 30 Meter, zumindest bei dem größeren. Die Bahn tut gut daran, die unter Denkmalschutz stehenden Giganten ihres Standes zu schützen. Dennoch sind außen auf der Wasserkuppel Graffitis aufgesprüht worden, absolut lebensmüde dort hinauszusteigen. Der größere stand offen, im Inneren warteten drei Etagen, bis man unter dem Wasserbehälter stand. Eine weitere Leiter führte auf einen außen umlaufenden Wartungsgang. Hier war alles schon längst verrostet, teilweise lose und ausgebrochen, und von Löchern wollen wir gar nicht erst reden. Wer hier drauf geht, ist selbst schuld. Aus einem Fenster hatte man aber eine gute Sicht über das gesamte Werk, so entstanden einige gute Bilder und Videos. Leider war der Weg zum kleineren Bruder gut gesichert und somit nicht betretbar. Schade, denn die Wendeltreppe machte einiges her, aber was zu ist, bleibt zu. Abschließend lässt sich festhalten, die Anlage bot auf dem zweiten Blick sehr schöne Perspektiven und Motive, wenn auch schon fast alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am spannendsten waren natürlich die Türme, aber auch die Keller mancher Nebengebäude boten so manch unerwartete Überraschung. Ein Gebäude wurde 2014 an privat verkauft, aber insgesamt verfällt auch dieses. 9 Objekte inklusive der beiden Wassertürme und die 2 Rundlokschuppen mit ihren Drehscheiben stehen heute unter Denkmalschutz. Es ist schwierig, keine Ideen, Konzepte und so weiter. Was meint ihr? Man kann nicht aus jedem alten Objekt immer ein Museum machen, auch wenn sich das sicherlich hier wieder anbieten würde. Solltet ihr eine Idee haben, was hier entstehen könnte oder was ihr daraus machen würdet, dann lasst es mich natürlich wie immer gerne wissen. Rückblickend war es ein absoluter Erfolg, hier noch einmal herzukommen und zu filmen. Somit konnte ich euch dieses große Werk auch einmal zeigen. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die ich hier mitnehmen konnte. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst es mich auf jeden Fall gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Vergesst nicht, für weitere Folgen auf meinen Kanal zu schauen, insofern ihr das noch nicht getan habt. Denkt an den Abo-Button, holt das auf jeden Fall noch nach. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.